Hier zeige ich euch, wie ihr vorgehen müsst, falls euch im Shadowloader ein Problem unterkommt, also zum Beispiel ein Bug oder ein Problem mit einem Decryptor oder Hoster-Plugin. Wenn ihr ein solches Problem findet, sollte der erste Schritt sein, dass ihr einen Log hochladet. Das tut ihr, indem ihr hier auf Extras klickt, Fenster und Log. Und dieser Log zeigt eben die letzten Aktivitäten an, die in Shadowloader so passiert sind. Das hilft den Supportern und Developern, den Fehler genau einzugrenzen. Und Sie sehen dann, bei welcher Aktion der Fehler passiert ist. Ihr ladet also den Log hier unten hoch. Könnt jetzt im nächsten Fenster das Problem eingeben. Zum Beispiel, Hoster XY will nicht herunterladen. Sollte natürlich ein bisschen präziser sein, als ich das jetzt hier zum Test mache. Gehe hier auf OK. Und bekomme dann einen Link geliefert. Und diesen Link gebe ich dann weiter an den Supporter oder Developer, der dann sich das Problem genauer anschauen kann. Also ihr könnt entweder im Forum einen Thread aufmachen. Und am besten, wenn es zum Beispiel um einen Decryptor oder um einen Hoster geht, solltet ihr auch immer einen Beispiellink dazu nehmen. Oder halt, wenn ihr dazu aufgefordert werdet, einen Log zu posten oder im Chat halt anzugeben, dann wisst ihr jetzt, wie das funktioniert. Und ihr könnt den auch bedenkenlos weitergeben, denn Zugriff haben nur die Supporter, steht hier auch auf Englisch.